Aber dieser grässliche Schaukelstuhl, doch warum hast du den überhaupt mitgenommen? Er passt kein bisschen zu unserer Einrichtung. Er gehörte immerhin meiner Mutter. Na schön. Aber warum fragst du mich, ob mir langweilig ist? Hast du etwa schon etwas in petto? Einen neuen Fall? Du hast also heute Morgen gesehen, wie ich den Brief in die Tasche meines Morgenmantels gesteckt habe. Gut beobachtet. Aber gedulde dich noch etwas, bitte. Lass uns doch zunächst etwas trainieren. Gehen wir hinauf in das Sportzimmer. Oh, ich fühle mich so gar nicht in Form. Na eben drum. Folge mir. Come on. Du hast den Brief nicht weggeschmissen, obwohl wir eigentlich keine Klientengesuche mehr annehmen wollten. Yes, indeed. So what? Ach, jetzt spann mich doch nicht so auf die Folter. Später, später, später. Los, greif mich an. Schlag mich zu Boden. Oh, ich weiß nicht. Du bist mir doch haushoch überlegen. Feigling. Ich lasse mich von dir nicht provozieren. Mädchen, Angsthase. Hör auf. Coward, Girly, Schwächling, Trine. Das war zu viel. Aua! Meine Nase! Du musst mehr auf deine Deckung achten. Wenn du dich so herumhampeln würdest. Das ist lediglich eine gute Beinarbeit. Aua!